Hallo und schönen guten Abend und willkommen heute zum nächsten Build-Update und zwar diesmal zur Meteor-Sorg. Die habe ich nämlich jetzt auch für 100er Nightmare Dungeons ready gemacht und dann auch potenziell für den Avatar of Zir, quasi die Greater Rifts, die dann im Dezember kommen. Und dazu habe ich nämlich nochmal die gesamten D4-Planer geupdatet. Bedeutet, Link dazu gibt es in der Videobeschreibung und wir gehen das einmal ganz kurz grob durch. Denn es gibt jetzt nämlich einige neue Versionen. Wenn ihr vorher die Meteor Sock gespielt habt, dann dachte ich nochmal die Skills und Paragon so ein bisschen umzuändern oder auch mal in die Guide reinzuschauen, was ich so geupdatet habe. Denn da gab es einige kleine Änderungen. Und ich erkläre euch jetzt grob, wie ich das unterteilt habe. Ihr seht hier grob Versionen mit World Tier 4 Oculus, eine Boss-Version und Nightmare 100 Versionen. Mit so ein paar Sachen noch in Klammern dann. An sich, die World Tier 4 Versionen sind für Helltides-Farmen, Whisper-Farmen, alles, was Open-World-Stuff ist quasi da. Und auch so 50er, 60er Nightmare Dungeons gehen damit auch ganz gut. Die Boss-Version ist Full-Single-Target-Boss-Damage. Nicht zum Farmen, nur so für Easy Lilith, Easy Duriel, Easy alle anderen Bosse. Also die Boss-Version machen einen insane Single-Target-Damage. Und die Nightmare Dungeon 100-Version, die zeige ich euch jetzt gleich. Die ist zum 100er Nightmare Dungeon Farmen, also schon gut auf Toughness getrennt. So, bei der Nightmare Dungeon 100-Version gibt es dann immer eine, es gibt immer eine Uber-Version und eine No-Uber-Version. Uber-Version bedeutet quasi, da ist eine Harlequins Königin und No-Uber-Version, ich sehe mich gerade, in der ist das nämlich noch falsch, heißt immer mit Godslayer's Crown. Ja, das ist da grob der Unterschied. Und dann gibt es hier nochmal eine Toughness-Version und eine No-Uber-Version. No-Uber-Version für Toughness, da ist dann nochmal auf ein bisschen mehr Toughness getrimmt, denn man kann bei Nightmare Dungeon 100 entweder Full-All-In-Toughness gehen oder ein bisschen riskier auf Damage, dann rechnet man aber damit, dass man ab und zu mal sterben wird. Denn dann ist man nicht ganz auf maximaler Armor, lässt quasi nochmal einen defensiven Stat weg und so weiter und so fort. Ich zeige euch das Ganze gleich in der Full-Toughness-Version, damit ich nicht sterbe. Und zwar quasi die Version, welche ich euch gleich zeigen. Beziehungsweise so eine Mischung aus der Uber- und der No-Uber-Version. Dazu komme ich aber gleich noch. So, ja. Boss-Version ist quasi für Full-Single-Target-Damage und die World-Tier-4-Version haben wir oben. Oculus zum Speed-Farmen. Und da ist was Wichtiges zu beachten, denn hier gibt es nämlich immer eine Uber und dann nochmal No Uber und Uber Version und einmal hier mit Boss Skills, also die zwei Versionen, und mit Nightmare Dungeon 100 Skills. Das liegt daran, bei der Boss Version für Full Single Target Damage habe ich einen anderen Skill Tree und einen anderen Paragon Tree. Wenn ihr also sagt, hier, ich mache mir eine Meteor Sorg Full für Single Target Damage, um Easy Duriel zu machen, immer wenn man Duriel Rotas kommen, um die kleinen Bosse immer zu legen, ich farm das auf meiner, keine Ahnung, Ball Lightning Sorg, farm ich die Mats und auf Meteor knall ich die dann um. Irgendwie so in der Art. Wenn ihr quasi auf Full Single Target Damage bleiben wollt, aber dann doch mal sagt irgendwann, ah, guck mal, ich würde jetzt hier gerne noch mehr Whispers machen, noch mehr Kisten in der Heldheit öffnen, also baue ich den so grob mal zum Farmen um, dann nehmt ihr quasi, habt ihr einmal hier die Boss-Version, habt da die Items für rumliegen, zum Beispiel einen Zweihandstab, und ihr switcht dann einfach nur immer auf Oculus um. Das ist quasi dieselbe Skillung sozusagen, selbes Paragon-Board, selber Skilltree wie die Boss-Version. Hier die beiden Oculus-Versionen. Und hier die beiden Oculus-Versionen haben quasi den Skilltree und den Paragon-Baum von der Nightmare Dungeon 100-Version. Weil das ist nämlich nochmal umgebaut. Nicht alle diese Versionen haben denselben Skilltree und denselben Paragon-Baum. Das ist ein wenig umgeändert sozusagen zwischen Boss und Nightmare Dungeon 100. Deswegen hier oben steht das mit Schrägstrich nochmal sozusagen dabei. Bedeutet, wenn ihr euch einen Meteor Mage macht, dann entscheidet ihr, ist das ein 100er Farmer oder ist das ein Bosskiller. Und dementsprechend sucht ihr euch dann hier die Variation raus quasi, wofür ihr den Bild spielen wollt. Ja, das soweit zur Sortierung von meinem D4-Planer. Kommen wir mal zum Gameplay und zum Umsetzen und was ich alles so geändert habe. Als allererstes Nightmare Dungeon 100, was ist das Wichtigste, worauf wir achten müssen? Wir wollen viel Leben haben, habe ich über Paragon-Baum umgesetzt. Wir sind jetzt hier bei 16,8k Leben, relativ viel. Plus natürlich noch einiges halt an Item-Rolls sozusagen, zum Beispiel eine Hose mit Leben, eine Brust mit Leben, hier Ring mit Leben und im besten Fall nochmal eine Harlequins-Krone mit Leben. Dann kommen wir sogar hier mit Harlequins-Krone, sind wir bei einem 18.000 Leben-Pool, insane viel Leben. Dann wollen wir möglichst hohe Resistance haben. Ich habe das so ausgelegt, dass mit den Planer-Links eigentlich alle Resistance auf Maximum sind. In dem Fall dann aber nur mit der Uber-Version. Sind die auf nahezu Maximum, weil ich auch nicht perfekten Schmuck habe. Ich habe nicht perfektes Gear natürlich. Gutes, aber nicht perfektes. Aber auch in der No-Uber-Version hier fast alles gemaxed. Auf jeden Fall Fire, Cold und Poison. Lightning muss man ein bisschen aufpassen dann. Das kommt aber darauf an, was ihr für eine Resistance sozusagen auf dem Ring habt. Deswegen habe ich jetzt hier gerade Poison relativ hoch. Normalerweise Cold und Fire sind durch den Skill-Tree schon ein bisschen oben. Und Lightning, Poison und Shadow, eins davon solltet ihr auf dem Ring drauf haben. Dann könnt ihr das noch ein bisschen hochpushen. Aber wenn ihr mit der Uber-Version spielt und ihr habt wirklich ein gutes Amulett zum Beispiel, dann ist sie alles auf Maximum. So. Leben und Resistance sind wichtig. Und was ist natürlich noch wichtig? Armor.
Ja, und Armor wollen wir möglichst immer im Armor Cap spielen für einen 100er Nightmare Dungeon. Bedeutet, in einem 100er Nightmare Dungeon sind die Mobs Level 154 und dafür brauchen wir 13.441, soweit ich weiß, Armor, dass wir am maximalen Armor Cap sind, dass wir 85% Damage Reduction von den Monstern bekommen. Ihr seht zum Beispiel jetzt hier mit 9000 Armor kriege ich 82% Damage Reduction für Gegner auf meinem Level, also Level 100er Gegner. Das heißt, ich werde nicht mal im Armor Cap für Level 100er Gegner. Da brauche ich 9000, keine Ahnung, 500 oder sowas. Ja, und für Level 100er Gegner braucht ihr quasi knapp 13,4k Armor. Da kommen wir drauf hin, und zwar mit dem Disobedience-Aspekt. Disobedience gibt uns hier in dem Fall auf der Rüstung nochmal 66% mehr Armor. Plus, ich könnte an sich ein bisschen mehr Armor haben, denn ich habe einen relativen Low-Roll auf meiner Hose drauf. So, wenn ich jetzt Gegner angreife und Disobedience ab ist, bin ich auch nicht am Armor Cap dran. Was kann ich da machen? Weil ich habe nicht perfektes Gear und hier ein Low-Roll drauf quasi. Ich kann das Ganze zum Beispiel über Potions ausgleichen, über einen Iron Skin Elixier zum Beispiel. Oder in dem Falle, das werde ich jetzt gleich mal machen. Ich mache mir hier ein Räucherwerk und zwar, hier gibt es nämlich auch eins, das Song of the Mountain. Das gibt 200 Armor und damit komme ich auch ans Armor Cap ran. Bedeutet, das werde ich gleich nehmen. Denn mir fehlen nicht wirklich viel Armor auf dem Gear. Damit dürfte ich auf jeden Fall am Armor Cap dran sein. Potions für 100er Nightmare Dungeon, entweder immer Armor ausgleichen. Es gibt auch kleinere Armor-Elixiere, die, glaube ich, 200 Armor geben. Oder über Räucherwerk zum Beispiel. Oder am besten noch Lebenspotion. Hier, Elixir of Fortitude. Man kann auch Damage mitnehmen. Zum Beispiel, es gibt die Elixir of Cruelty, die Crit-Chance geben, diese roten, gezackten quasi. Damit man dann auf 100% Crit-Chance kommt. Denn wir sind hier bei Meteor so auf 85-90% Crit-Chance. Je nachdem, wie gut so euer Gear ist. Ich glaube, so um die 85% ist man. Und mit dem Elixier of Cruelty, das gibt 15% Crit-Chance. Ich glaube, das können wir gar nicht craften, das droppt nur in der Heldheit. Hätte man dann 100% Crit-Chance für maximalen Damage. Aber der Damage hier ist eh mehr als gut genug. Wir wollen uns eher ein bisschen auf Survivability fokussieren. Leute, ich nehme schon mal, also ich mache mal Nightmare Dungeon auf. Wir gehen wieder in den Sepulchre of the Forsworn rein. Ist nämlich derselbe Dungeon, in dem ich auch Frozenhob gezeigt habe. Der hat einen Boss am Ende, der hat ein paar mehr Objectives, da gibt es ein bisschen mehr zu tun. Gehen wir da auf jeden Fall durch und ich erkläre kurz grob, wie das Gameplay aussieht. Ja, das Gameplay sieht nämlich folgendermaßen aus. Ganz wichtig, und 100er Nightmare Dungeons, um permanente Disobedience aufrechtzuerhalten, also diese Stacks, die uns Bonus Armor geben, damit wir maximale Damage Reduction gegen Physical Angriffe, und 90% der Angriffe sind Physical, dass wir das permanent bekommen, muss man so ein bisschen durchhetzen durch 100 Nightmare Dungeons. Bedeutet, wenig looten, Legendaries könnt ihr liegen lassen, die werden euch an die Bank geschickt. Schaut vielleicht, dass ihr Amus und Ringe und sowas einsammelt. Sachen, die vielleicht euch wichtig sind für euren Build, wo ihr noch darauf fokussiert. Und ansonsten Legendaries liegen lassen, die werden euch eh zugeschickt. Aber ihr wollt im permanenten Farmflow bleiben und möglichst keine Loot-Pause machen. Weil sobald euer Buff einmal droppt und ihr kommt dann zu irgendeinem Range-Gegner hin, der schießt euch immer ab, puff, könnt ihr weg sein. Ja, passiert leider. Okay. Gameplay hier bei dem Build. Meteor ist unser Damage-Spell, damit knallen wir die Gegner um. Und ihr seht schon, wenn ich Skills drücke, dann kommt random immer mein Frozen Orb raus. Der Frozen Orb macht die Gegner vulnerable. Ansonsten auch durch die Vampiric Power, die wir haben, durch die Metamorphose, wenn wir selber durchdashen. Aber wir wollen große Gegner massen oft mal vulnerable machen auf Range und dafür ist dann der Frozen Orb da. So, die Gegner explodieren, Trash-Massen, richtig easy, durch Fireball-Enchantment. Wir töten einen Gegner, brrrr, Kettenreaktion an Fireball-Explosionen, die insane viel Schaden machen bei dem Build. Vor allem sogar, wenn du mit Dings hier spielst, mit Harlekins Krone, hast du hier plus 9 quasi auf Fireball. Das macht sehr, sehr, sehr viel Schaden. Aber im Dungeon spielen wir jetzt hier mal mit der Godslayer's Crown, um die Gegner nämlich zusammenzuziehen. Ja, da kommen wir nämlich so ein bisschen zu den Versionen auch von dem Build. Und zwar einmal die Uber-Version und die nicht so Uber-Version und die Full Damage und die Toughness-Version. Wenn ihr quasi nur Dungeons spielt, wo ihr keine Bosse habt mit dem Build, dann könnt ihr wunderbar immer die Full Toughness Version ohne Uber Unique spielen. Bedeutet eine Godslayer's Crown an und keine T-Bolt's Will Hose an, sondern eine Hose mit schön viel Toughness, mit hier Armor, Leben, normalerweise noch normale Damage Reduction, das ist jetzt Damage Reduction vom Burning, das ist nicht so geil, und Bonus Meteor und hier den schönen Aspekt, der uns Damage Reduction gibt, wenn wir unserem Blizzard drin stehen oder für 3 Sekunden danach. Bedeutet, wir casten auch regelmäßig Blizzard. Mit Blizzard bauen wir übrigens auch auf Range schön ganz easy Dings auf. Disobedience. Das casten wir immer so ein bisschen vor uns und bauen damit permanent quasi Disobedience auf. Das unterkühlt die Gegner, das triggert Frozen Orb, dadurch werden die Gegner auch gefreeze und unterkühlt und sind CC'd. Das wird auch nochmal ein bisschen mehr Schaden gegen die Gegner machen, denn wir haben hier eine Note drin, wo wir quasi gegen unterkühlte und gefrorene Gegner nochmal 9 bzw. 18% mehr Schaden macht. Wenn die hart CC'd sind, haben wir hier sogar noch, hier, habe ich gerade sogar nicht drin,
Klar, meinem Planer dürfte ich das drin haben. Ich glaube, ich habe eine Version ein bisschen hin und her getauscht. Zack, zack, zack. Normalerweise haben wir nämlich auch immer den hier noch mit, den quasi Domination für nochmal mehr Damage gegen CC'te Gegner. 24% mehr Schaden, wenn die Gegner hart CC sind, also quasi gefrozen dadurch dann. So, das Gute ist, die Godslayer spawnen, wenn die Gegner einfrieren, über hier Frozen Orb, über Blizzard sozusagen, zieht dann die Gegner nochmal zusammen und die Gegner leiden 60% mehr Schaden. Dieser Pull ist relativ angenehm und quasi den extra Bonusschaden vom Shaco brauchen wir dann gar nicht. Diese 60% Damage sind sogar mehr Damage als die von Shaco. Das Ganze hat allerdings einen 12 Sekunden Cooldown. Ich mag das aber zum Dungeons Farmen, ohne Boss ist das sehr praktisch mit der Godslayer Crown. Wenn du einen Dungeon hast mit einem Boss am Ende, wie jetzt den hier, werde ich wahrscheinlich kurz vor dem Boss einfach mein Gear switchen und werde dann Harlequins Krone reinnehmen, weil der Effekt hier relativ useless ist sozusagen gegen Single-Target-Boss, genau wie ich die Toughness-Hosen auch droppen werde für T-Bolts Will für maximalen Single-Target-Damage. Wenn ihr keinen Uber-Unique habt, dann könnt ihr zumindest nur die Hose quasi auf Damage wechseln für maximalen Schaden mit der T-Bolts Will quasi. Wenn man noch mehr Full-Damage beim Boss gehen will, können wir theoretisch noch Raymond of Infinite reinnehmen sozusagen, für noch mehr Glass Cannon 6, für nochmal mehr Damage und durch den Teleport können wir den Boss besser stunnen. Aber ich bleibe dann da doch lieber auf der Disobedience Chest, falls mich dann doch ein, zwei Mal der Boss hitten sollte, dass ich nicht direkt instant umfalle. Das heißt, das mache ich nicht wirklich, kann man aber machen für maximalen Single-Target-Schaden nochmal. So, bedeutet, ich spiele meistens im Dungeon quasi die No-Uber-Full-Toughness-Variante. So, was müssen wir beachten? Wir casten Blizzard auf die Gegner, halten Disobedience aufrecht. Wir gehen selber regelmäßig in unseren Blizzard rein, für die Damage Reduction, die wir hiervon bekommen, die ich übrigens leider nirgends sehe. Es gibt leider für diesen Snow Guards Aspekt, dass du Damage Reduction bis zu 25 bekommst, wenn du in deinem eigenen Blizzard drin bist und für 3 Sekunden danach. Keine Anzeige, gar nichts. Aber in meinen Tests sah es aus, als ob es funktionieren würde. Eine hundertprozentige Garantie, weil ich immer noch skeptisch bin, weil das nirgends angezeigt wird. Aber es schien zu funktionieren beim Spielen sozusagen. Ich habe weniger Schaden bekommen dadurch. Ja, da schauen wir, dass wir das immer aufrecht halten. Dann hauen wir Meteoriten auf die Gegner. Die Gegner werden regelmäßig zusammengezogen. Rupp, Fireball-Kettenreaktion, alles tot. Teleport zum Fortbewegen und zum Ausweichen. Wir stehen schön immer auf Range am besten von den Gegnern. Ice Bates casten wir hauptsächlich, um Mana zu generieren. Die setzen ihren eigenen Cooldown runter. Und immer wenn wir Cooldown-Space benutzen, kriegen wir über den Prodigy-Aspekt Mana. So, ja, Flameshield noch zum Unsterblich machen und Eisarme natürlich noch, um Schild anzuhauen. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen und ich würde mal sagen, ich könnte loslegen. Ja, gehen wir durch. Achso, vorher noch meine Dings nehmen, gell? Mein Räucherwerk für Armor und mein Fortitude für Leben. So, direkt hier Disobedience aufrecht machen. Zack, 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 ein paar Meteoriten rein. Ah, da haben wir so einen Resi-Typi. Immer schön die Resi-Typen abballern. Explodiert alles schön. So, zack. Hier als allererstes müssen wir Animus sammeln immer in dem Dungeon. Der ist schon gefreezed. War Meteor drauf. Ja, der war gerade nicht vulnerable. Und immer schön schauen, dass man schön viel Trash um die Mobs rumhaut. Weil der Single-Target-Schaden ist nicht der beste. Aber der Area-Damage ist insane halt einfach durch Fireball. Denn Fireball profitiert auch von einem Aspekt, den wir auf unserer Offhand drauf haben. Der nämlich Fireball und Meteor bufft. Und dem Ganzen extrem viel Crit-Damage gibt. Ich habe extrem viel Area Damage. So. Hier wieder schön direkt Blizzard forecasten, damit Disobedience aufrecht bleibt. Mal selber mal durch unseren Blizzard durchsteppen. Das habe ich gerade eben nämlich vergessen. Ich habe eben ein paar Mal sehr hart auf die Fresse bekommen, aber ich bin nicht gestorben. Das ist wichtiger. Zack, schön da drin. Immer nochmal durch den Blizzard durch. Schön hier von Range. Rein da, rein da, rein da. Ich muss sagen, ich liebe diese Kettenreaktion von Fireball. Das ist immer sehr satisfying zu sehen, wenn einfach alles platzt. Boom, boom, boom. Ist weg. Nochmal durch unseren Blizzard durch. Für Damage Reduction. Zack. Rinder, Rinder, Rinder. Und Blizzard hin. Alles zusammengezogen. Godslayer's Crown. Easy. Zack. War das alles an Animus? Ne. War ein Animus-Träger. Am Anfang mal so ein bisschen an die Gegner ran, beziehungsweise das ist so ein bisschen der Playstyle, den man von Fireball, von Meteor lernen muss. Man will ja nicht, dass die Gegner rauslaufen aus dem Meteor, bevor er runterfällt. Bedeutet, du läufst so ein bisschen um die Gegner herum quasi, dass sie sich einfach mal zu dir drehen am besten und trotzdem innerhalb eines Radiuses bleiben und dir nicht straight in einer Richtung sozusagen hinterherlaufen. So ein bisschen rumtanzen einfach um die Gegner. Das ist so der Meteor Playstyle. Ah, 30 Sekunden überleben. Okay. Das heißt, wir casten ein bisschen Blizzard hier. Halten schön unser Disobedience aufrecht. Wir halten die Damage Reduction davon, dass wir im Blizzard stehen aufrecht, die wir auf der Hose haben.
Fuck. Fuck. Oh ja. Ich habe nicht maximale Lightning Resistance, da ein bisschen aufpassen. Wenn so Lightning Clams kommt. Ja. Ein bisschen aussitzen jetzt hier. Eigentlich relativ gut CC, die Gegner. Wir stehen schon auf Range. Und wir gehen weiter. So, im nächsten Part müssen wir so zerstörbare Objekte kaputt machen. Wir hatten Deck der Blizzard aufrecht. Irgendwann aufpassen, wenn die Gegner leere Passagen habt, wie jetzt gerade, dann kann ich ja sozusagen in dem Moment kein Disobedience aufrecht haben. Bedeutet, ich habe sehr wenig Armor. Physical Attacks können mich instant umraffen. Das ist schön von Range, den Blizzard draufhauen, direkt wieder Disobedience aufbauen. Und weiter geht's. Ob hier durch das erste Ding sein? Nee, hier sind nur ein paar Elite-Packs. Uff, jetzt sind sie. Oh, ich stopp ganz viel Gold. Schöner Goldstein. Also gestern hatte ich da Conduit mit Frozen Orb. Hier, die da lassen wir noch so eine Elite. Machen wir um. Bisschen fernhalten vom Shock Tower. Ja. Ich sag mal, wir sind nicht One-Shot von dem Shock Tower, aber. Wollte jetzt ja auch nichts riskieren. Uff, uff, uff. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger Playstyle. Und ich habe ein bisschen sehr rumgefuddelt, bis ich auf eine schöne, angenehme Version mit Meteor hinbekommen habe. Aber wenn man mal so ein bisschen drin ist in dem Playstyle mit Blizzard und mit Meteor, dann macht es echt viel Spaß, muss ich sagen. Das war ein bisschen gut um. Wie gesagt, der Schaden ist sehr satisfying. Uff. Nur immer schauen, wirklich bei Single-Tag-Gegnern. Nicht wundern, wenn ihr denen keinen Schaden macht, dann sind die meistens nicht vulnerable. Weil macht ein zigfaches an den Gegnern Schaden, wenn die vulnerable sind. Wenn der Balken lila ist, dann, wenn nicht hoffen, dass ein paar Frozen Orbs kommen, zur Not würde ich hingehen und durchdashen. Ne? Macht dann ein zigfaches an Schaden. Das daneben ist nur ein Event. Und wir skippen. Weil wir haben einen Affix auf dem Ammo. Für 45% mehr Schaden gegen vulnerable Gegner, während wir Barrier haben. Wir haben was im Paragon dafür. Wir haben prozentual additiven Vulnerable Damage. Über den Paragon Glyphe nochmal. Exploit Glyphe. Das ist wirklich sehr, 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 sehr viel. Da wundert man sich dann manchmal, hä, warum stirbt der Elite jetzt nicht? Warum kriegt der so wenig Schaden? Ja, der ist nicht vulnerable. Da fehlen zig Multiplier. Also Craig. Nehmen wir mit. Den dürfte der letzte von den Türmen sein. Keine Ahnung, was das für ein Damage-Type ist von diesen Türmen. Meteor, Meteor, Meteor. Wir sind drumherum tanzen wieder. Zack. Zack, da ist der Elite. Uff, weg ist er. Easy. Und jetzt kommen wir nämlich zum Boss. Und für den Boss werde ich jetzt einen kleinen Switch machen. Ihr kriegt den Boss auch mit dem Gear hier down quasi. Nur dann dauert er auf jeden Fall lang. Also das kann ich euch sagen. Quasi mit der Godslayer's Crown dauert der ein bisschen länger. Es ist nicht so der beste Single-Target-Build in der Toughness-Version sozusagen jetzt gerade. Wenn man natürlich auch voll auf Single-Target geht, dann knallt Meteor Insane rein. Der macht einen, der haut Lilith innerhalb von Sekunden um. Aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Version dann. Hier, die ist deutlich mehr auf Toughness getrimmt sozusagen. Ich ziehe jetzt nur das an. Ich ziehe jetzt meine Shaco an und ich ziehe meine T-Balls an. Dann machen wir den Boss auch einmal vulnerable, indem wir durch ihn durchdashen. Und dann einfach auch schön im Blizzard bleiben. Und Meteor da drauf. Und ihr seht halt auch so, ist der Single-Target-Schaden nicht der allerbeste. Natürlich jetzt auch nur minimal mehr Schaden mit dem Shaco. Gar nicht so ultra viel mehr. Er hat nur plus 4 Skills, das ist halt additive Erhöhung vom Skillschaden. Aber ist nochmal ein bisschen safer auch. Ich kann ein bisschen easier am Boss dran stehen einfach. Ihr könnt aber permanent nur dem Blizzard stehen bleiben. Nur immer den Blizzard halt auch mal refreshen. Ja, dann habt ihr den gechillten Bossfight. Ja. Und so sieht das quasi aus, wenn ihr mit Meteor Wizard easy halt Nightmare Dungeon 100 legen wollt. Gewöhnt euch ein bisschen an den Playstyle. Blizzard, Meteor. Schön alles aufrecht halten auf jeden Fall. Mit wirklich gutem Gear hält man da einiges aus und es spielt sich dann echt ganz cool. Das ist auf jeden Fall so sein eigener Bild. Ja. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut sie in die Videokommentare oder kommt live im Stream vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.